so die letzten Meter zu meinem Gesprächspartner. Er ist vom Gymnasium geflogen, hat das Studium abgebrochen, mit 18 seine erste Firma gegründet, mit 25 pleite gegangen, danach die weltweit führende Software für digitalen Fotoservice entwickelt. Er ist europäischer Seriengründer, einer der führenden Start-up-Köpfe Europas und Juror bei Die Höhle der Löwen. Mein Gast, Frank Thelen. Ja, Frank, wir sitzen hier in Bonn, direkt am Rhein, in deinem neuen Büro, Freigeist. Sinnigerweise heißt ja auch die Straße, in der hier die Büros habt, auch Josef Schumpeter-Allee. Ja. Man muss jetzt wissen, wer das eigentlich war. Er war ein österreichischer Nationalökonom. Und ja. Er hatte 1942 bereits diese, was hat er genannt? Kreative Zerstörung. Kreative Zerstörung, was mit Disruption und allem zu tun hat. Das ist auch unser Thema heute. Ja. Speziell geht es natürlich hier um dein Buch, Frank Thelen, die Autobiografie. Jetzt du bist 42 Jahre alt, da sagt man natürlich, okay, 42 Jahre, schon eine Autobiografie. Was ist dann habe ich ja schon unseren Zuschauern erzählt, was bei dir alles im Leben passiert ist. Also man muss eigentlich damit rechnen, dass in 10 Jahren schon eine Fortsetzung damit kommt, vermute ich mal. Also erstens die Frage ist berechtigt, warum mit 42 eine Autobiografie, weil ich einfach sehr, sehr viel erlebt habe. Auf der anderen Seite fragst du mich gerade, wird es ein Update dieses Buches geben? Würde ich heute sagen erstmal nein, weil es viel, viel, viel mehr Arbeit war, als ich das gedacht habe. Und dieses Projekt ist wirklich sozusagen explodiert vom Aufwand her. Und deswegen bin ich sehr froh, dass dieses Buch jetzt da ist. Und das ist erstmal das Buch und ich plane kein weiteres. Ja. Man überlegt sich natürlich bei so einem Interview, was fragst du denn Frank zuerst? Du hast schon eine ganze Menge Interviews geführt, gehe ich mal davon aus. Und ich habe, denke ich, zumindest zwei spezielle Fragen für dich. Die eine, da freue ich mich. Ja, denkst du so an selbsterfüllende Prophezeiungen? Glaubst du, dass es sowas gibt oder dass Dinge eintreten, die man schon mal formuliert hat und die treffen genau deshalb ein, weil man sie hier formuliert hat? Ich glaube ja, also dieses Self-Fulfilling Prophecy ist funktioniert, weil man sich ja selber dann das Ziel... Genau, also wir wollen das jetzt nicht philosophisch machen, das hat einen anderen Hintergrund, denn ich habe eine Aussage in deinem Buch entdeckt, nämlich auf Seite 237 schreibst du Folgendes. Deutschland liegt im Vergleich der 35 größten Volkswirtschaften der Welt beim Thema Digitalisierung auf Platz 17. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Bei der Fußball-WM hieße das in der Vorrunde ausgeschieden. Jetzt hast du ja dein Buch vor der WM geschrieben. Ja, ja. Also da trägst du irgendwie eine gewisse Mitschuld. Ja? Du hast das irgendwo gezeigt. Die Nationalmannschaft hat doch jeder eine Kopie bekommen. Nein, das ist nicht böse. Aber ich glaube total daran, dass wenn man sich selber so Ziele setzt und das auch darüber nachdenkt, so, witzigerweise habe ich meiner Mutter irgendwann mal, meine Kindheit war nicht so einfach, einen Brief geschrieben, wo drunter stand, mach dir keine Sorgen, irgendwann werde ich ein Haus in der Sonne auf Mallorca haben. Und heutzutage habe ich das und meine Mutter ist jetzt auch gerade da. Also ich glaube schon so ein bisschen an das, was man selber sich so erdenkt und sagt, das ist mein Ziel, das möchte ich mal gerne erreichen, dass man das dann noch eher tut. Ja. Also ein bisschen vorsichtig sein zukünftig mit solchen Prophezeiungen, zumindest was Fußball an den zweiten... Oh Achtung, ich habe noch eine wichtige Prophezeiung darin. Weißt du, was die ist? Die ist noch viel schlimmer. Nein, die heißt? Die zweite Prophezeiung, die ich in dem Buch mache, ist, dass Bitcoin auf 0 Dollar geht. Auf 0 Dollar geht? Auf 0 Dollar geht. Warum? Ich glaube, dass die Blockchain... noch korrekter, ein Distributed Ledger, den ich hier auch in dem Buch sehr genau erkläre, wie er funktioniert. Da kommen wir nachher auch nochmal gleich drauf. Dass der unter Bitcoin liegt, veraltet ist von der Technologie her und deswegen so viel Energie benötigt und noch viele andere Nachteile hat. Und eine der Kerneigenschaften von einem System, das auf einem Distributed Ledger aufgebaut ist, dass ich es nicht über Nacht aktualisieren kann, wie ich es bei einer zentralen Datenbank tun kann. Und der Bitcoin einfach als Währung wird nicht funktionieren, weil er nicht die richtige Plattform darunter hat. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ist ja egal, es wird ein Goldspeicher. So wie Gold hat ja auch keine richtige Funktionalität. Wir haben jetzt nicht alles wie Goldschmuck oder so, sondern das ist einfach, das ist der Goldpreis, der ist so. Und dann diesen toten digitalen Speicher, weil man einfach sagt, das ist der Bitcoin, der ist so quasi die Goldwährung. Ja. An dieses Konzept glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass Blockchain und Distributed Ledger sehr, sehr groß werden, aber dass der Bitcoin als Währung an sich keine große Zukunft hat. Okay, interessante Auswahl. Zweite Frage, Quizfrage, und zwar ein Satz. Wer hat diesen Satz formuliert? Schon mal ein Hinweis, eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ja. Die hat nämlich gesagt, ich bin ein Gesamtkunstwerk. Weißt du, von wem der Satz ist?
Nein. Überraschung, das von dir selber. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert. Bei einem Interview mit dem Wirtschaftsforum hast du genau diesen Satz. Ich weiß nicht, welche Frage. Aber im Grunde, es ist, Frank, das ist gar nicht übertrieben. Also wenn man dein Buch liest, man hat wirklich den Eindruck, das, was du erlebt hast, das, was dann daraus geworden ist, nach einigen Pleiten, dann, was du aufgebaut hast, das hat schon ein bisschen so ein Ogu von Gesamtkunstwerk. Also ganz daneben liegt man sicherlich nicht. Die Unterzeile deines Buches heißt ja auch Start-up DNA, also machen, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Im Grunde auch ein Satz, der dich mehr als jeder andere Satz wahrscheinlich beschreibt. Was ist denn wirklich notwendig? Das hört sich ja erstmal sehr simpel an. Machen, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Hört sich leicht an, aber ist es wirklich so leicht, das in die Praxis umzusetzen? Ganz im Gegenteil, sondern es ist eigentlich sehr, 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 sehr hart hinzufallen und immer wieder aufstehen zu müssen. Und deswegen ist auch die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann, indem man für das Produkt oder für seine Mission so sehr brennt, dass einem alles andere total egal ist. Also es geht gar nicht darum, Ruhm zu haben, reich zu werden oder sowas, sondern es geht wirklich darum, ich möchte zum Beispiel jetzt bei Lilium Aviation, dieses Team wollte diesen Jet bauen oder bei Neufund, die wollten einfach das Equity Blockchain kommen oder was auch immer. Und die sind dann von dieser Mission getrieben und denen ist einfach total egal, ob sie dabei reich oder berühmt oder was auch immer oder coole Partys feiern, das ist denen alles total egal, sondern es geht nur um das Produkt. Und dann ist man bereit, wenn man hingefallen ist, auch wieder aufzustehen, weil man halt einfach sagt, das muss ich jetzt unbedingt bauen. Dein Leben erzählst du ja hier sehr, sehr ausführlich. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie bist du das geworden, was du heute bist? Ein Satz ist mir noch in Erinnerung, als du die Realschule besucht hast. Du hast immer schon mal ein bisschen nebenbei mit Informatik zu tun gehabt, aber dein damaliger Informatiklehrer gab deinem Vater den Ratschlag, Herr Thiel, Ihr Sohn kann alles machen, nur nichts mit Informatik. Dann hast du ja irgendwann die immer noch führende Software für digitalen Fotoservice entwickelt. Ja. Immer noch weltweit führend, glaube ich. Glaube ich auch. In dem Bereich, ja. Also wie ist das so alles nacheinander passiert? Wir haben hier in deinem Büro auch Skater, das hat ja einfach gar nicht über, was ja auch Leidenschaft wie Skater geworden, aber was hat dich wirklich so geprägt? Wie bist du das geworden, was du heute bist? Was waren die prägenden Erlebnisse, wo du genau wusstest, okay, das packe ich auch? Also, das prägendste oder ein richtiger Schritt war, dass ich hier in Bonn ein Team kennengelernt habe, damals war ich 16 Jahre alt, das das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt hat. Und die Idee war damals, es gab gar kein Internet, sondern es war noch Point-to-Point, ISDN-Kanalbündelungen. Da war ein Team, das hat dann die Software und Hardware und so weiter entwickelt, um wirklich, dass man das, was man heute als FaceTime oder Skype oder was auch immer kennt, damals schon entwickelt hat. Und ich habe gesehen, dass ein kleines Team, das Tag und Nacht arbeitet, mit Herzblut, das umsetzen. Und das ist dieser Virus, du kannst die Welt verändern. Die meisten Menschen laufen jeden Tag durch die Welt und akzeptieren die Welt, wie sie ist. Wenn man Macher, Unternehmer, wie immer man das nennen will, ist, dann sagt man, der Zug ist zu spät, wie kann ich das ändern? Oder ich möchte gerne, dass Autos aufhören, Öl zu verbrennen, weil ich glaube, das ist schlecht. Wie kann ich das ändern? Und dieser Virus, der quasi mir gezeigt hat, du als kleiner Frank, als ganz kleiner Frank, du kannst die Welt verändern. Das war mit diesem Bildschirmtelefon, weil dieses kleine Team dieses Produkt gebaut hat. Und das war für mich einfach so ein Gamechanger. Und von da aus habe ich einfach immer gemacht, gebaut. Aber wie das Buch auch erzählt, nicht in einer strategisch klugen Art, dann wäre ich vielleicht noch erfolgreicher oder weiter, sondern immer produkt- und passionsgetrieben. In einer guten Art und Weise, deswegen war mir Geld immer total egal. In einer schlechten Art und Weise, weil ich so oft gescheitert bin, weil ich so blind auf die Technologie einfach gesetzt habe und halt so viel Umwege gehen musste, bevor ich halt da bin, wo ich heute bin. Ja. Gab es denn irgendeinen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt packe ich es doch nicht mehr? Also wo du wirklich mal Selbstzweifel gehabt hast? Sehr, sehr viele Momente. Das eine ist, auf der persönlichen Ebene hatte ich schon in der Jugend wirklich mich intensiv damit auseinandergesetzt, kann ich überhaupt jemals eine Frau davon überzeugen,
mit mir das Leben zu verbringen. Da habe ich, weil damals waren Programmierleute nicht so cool, ja, da gab es noch keinen Elon Musk und keinen Mark Zuckerberg, sondern da waren wir eher die Idioten. Also das da hatte ich in der Jugend schon Selbstzweifel. Und danach natürlich, wenn mit einem meiner ersten Firmen bin ich ja richtig brutal pleite gegangen und hatte dann auch noch 1 Million Schulden. Das sind Momente, da zweifelst du nicht, dann verzweifelst du an dir. Und dann musst du auch noch nach Hause gehen, deinen Eltern sagen, ich habe alles zerstört, was ich jemals aufgebaut habe. Also das sind, da gibt es viele, viele Momente, die richtig schrecklich waren. Ja. Gut, aber wie hast du es dann geschafft? Einfach gesagt, okay, ich packe es einfach eben und das einmal mehr aufstehen dann? Oder gab es so ein Schlüsselerlebnis oder gibt es so eine Art Geheimnis, wo man sagen kann, okay, genau mit der Einstellung packst du das auch wieder? Wie wichtig ist familiäre Unterstützung? Ich glaube, wichtig, also entweder Freunde oder Familie oder so Leute, die einen dann emotional wieder aufbauen, sind, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube aber, jeder muss seinen Weg raus selber finden. Mein Weg raus, der auch nicht so geschickt ist, ist die Technologie immer gewesen. Weil ich saß da zum Beispiel, war finanziell völlig pleite, aber habe gesehen, hey, da kommt ja diese neue Technologie. Und habe dann einfach angefangen zu programmieren und zu machen und so getan. Habe dabei total vergessen, dass ich ja eigentlich noch überschuldet bin. Und habe einfach wieder gebaut und gemacht und getan. Und das ist das, was mich halt immer motiviert hat. Aber es wäre natürlich besser gewesen, sauber zu reflektieren, wo bist du gerade gelandet? Warum bist du selber als Kerl trotzdem in Ordnung und kannst es wieder los? Also, aber das hat mir damals gefehlt, ich weiß nicht, ob ich das heute könnte, dieses saubere darüber nachdenken, zu reflektieren, warum bist du in die Situation reingekommen, wie kannst du rauskommen, sondern ich war einfach immer nur im Guten wie im Schlechten von dieser Technologie getrieben. Welchen Tipp würdest du den Gründern geben, wenn sie in so einer Situation stecken? Also erstmal würde ich allen Gründern, würde ich sie sogar von Herzen bitten, kommt niemals in diese Situation. Wohnt bei den Eltern, wohnt bei Freunden, esst Cornflakes, fahrt von mir aus sogar ohne Ticket Bahn, was auch immer ihr tun könnt. Aber unterzeichnet keinen Kredit, den ihr nicht innerhalb 3 bis 4 Jahren mit einem normalen Gehalt zurückzahlen könnt. Da muss man sagen, dann hat eure Idee nicht funktioniert. Wenn ihr nicht das externe Kapital bekommt oder mit dem, was ihr habt, es noch ein Stückchen weiterbringen könnt, dann hört auf. Ich habe halt den Fehler gemacht, wie andere auch, und bin einfach zu tief reingerannt. Irgendwo muss auch ein guter Unternehmer mal einen Schlussstrich finden und sagen, jetzt ist das Ganze gescheitert. Kommen wir mal zur Gegenwart. Als Investor hast du mit deinen beiden Partnern in der Firma Freigeist, warst du bei etlichen Firmen erster Investor. Mhm. Und ich habe gelesen, das war Wunderlist dabei, Mein Taxi, Lilium Aviation und Little Lunch. Mhm. Du hast ja auch eine Food Family, das heißt, du hast in viele Startups investiert, die mit Nahrungsmitteln, Lebensmitteln oder Ähnliches zu tun haben. In diesem Jahr erreichst du bereits einen Umsatz von knapp oder über 100 Millionen, wie ich gelesen habe. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn eure Beteiligungen aus? Oh, das ist sehr verschieden. Wir haben einmal das Geschäft hier, sage ich erstmal visuell, hier an diesem Tisch, an dem wir hier gerade sitzen. Das ist mein Freigeistbüro. Wir hatten auch gerade hier wieder ein neues Team, das wir bald vorstellen werden. Hier. Und hier machen wir tiefgreifende Technologien. Da ist ein Beispiel Lilium Neufund, wo wir sagen, da wird eine der Technologien, die ich auch genau hätte, das ist wirklich auch, nachdem wir arbeiten, das ist diese Map hier, ja, nachdem wir sagen, das sind eigentlich Technologien der Zukunft, auch nichts Vertrauliches. Jeder kennt das, künstliche Intelligenz, Blockchain, 5G, was da alles kommt. Ja. Und in diese tiefgreifenden Technologien investieren wir, um große Technologiekonzerne hoffentlich aufzubauen. Das ist das, was wir mit Freigeist machen. Daneben habe ich aber ein Hobby. Das ist die Höhle der Löwen, die Fernsehshow. Ja. Und das ist eine andere Situation. Da investiere ich in Consumer Products, die von einer Fernsehshow profitieren, also dann den Marketing-Effekt gut nehmen können und dann verkaufen können. Und da hat sich rauskristallisiert, dass hier Food besonders gut funktioniert. Und da haben wir mittlerweile eine Food Family. Wir haben knapp 10 Food Startups. Ja. Und das ist von Eiscreme über Gewürze, über Biosuppe, über
fertig, also komplette Gerichte, die wir wirklich frisch zukochen und direkt dann auch in der Kühlkette an den Kunden bringen. Da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Sachen, aber das wird es und gibt es auch exklusiv und nur in dieser Fernsehshow. Alles, was wir ansonsten mit Freigeist machen, muss hier hinten in diese Mappe reinpassen. Also muss künstliche Intelligenz, muss VR, muss Blockchain, was auch immer, muss wirklich eine disruptive Technologie als Triebfeder dahinter haben. Was sind denn die spannendsten Startups, die du bisher realisiert hast? Also in die wir investieren durften. Ich habe ja die Entscheidung getroffen, nachdem ich The Document App, wir einen Pivot zu Scanbot gemacht haben, weil das Unternehmen nicht funktioniert hat, die jetzt hier auch bei uns im Büro sitzt und jetzt sehr erfolgreich unter einem neuen CEO ist, habe ich ja gesagt, ich lasse das Lenkrad los und unterstütze nur noch andere Unternehmer. Also ich selber bin kein direkter Unternehmer mehr, der an der ersten Front mit segelt, sondern ich stehe dahinter und unterstütze andere Unternehmer. Hier muss man ganz klar sagen, zwei Beispiele. So ein Lilium Aviation, wo ein Team in München den ersten Elektrojet der Welt baut, der wirklich vertikal startet und landet und dann einen Transitionsflug hat, Leute von A nach B ohne Emissionen bringt, in einer sehr hohen Sicherheit mit 300 km/h Geschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich so once in a lifetime Investment. Ja. Wir haben ja dann auch sehr schnell dort 100 Millionen aktiviert als Kapital. Das ist sicherlich schon sehr verrückt. Aber auch ein Ankerkraut. Ein Ankerkraut ist eine Gewürzmanufaktur in Hamburg. Alle haben gesagt, der Gewürzmarkt ist ganz klar dicht durch einen Player, der irgendwie 80-90% des Marktanteils hat. Und wir graben jetzt richtig den Marktanteil ab und ist hochprofitabel, macht sehr viel Umsatz. Und das ist natürlich auch interessant zu sehen, wie man auf einmal mit Passion, so ein bisschen mehr Drive, ein bisschen besseren Design und mehr Herzblut, so ein Riesenkonzern auf einmal echt so langsam die Marktanteile wegnimmt und sagt, jetzt das Regal nicht mehr von so, sondern jetzt das Regal von Ankerkraut. Ja. Also beides sehr verschiedene Welten. Ich bin sehr dankbar, dabei wirklich außergewöhnlich erfolgreichen Startups dabei zu sein. Das ist unfassbar. Muss man gehört auch viel Glück dazu, harte Arbeit. Ist schon sehr schön. Ja. Gab es denn eine Investition, wo du am Anfang restlos begeistert warst und die dann zum Reinfall wurde? Oder klappt alles? Nein, überhaupt nicht. Also bei uns klappt erstaunlich viel, muss man sagen. Bei uns klappt sogar leider zu viel. Das muss ich gleich erklären. Es ist so schwer vorher zu sagen. Man investiert und denkt, boah, das wird ein super Highflyer und dann wird es doch wieder schwieriger. Also jeden Tag habe ich mehr Respekt vor meinem Job als vorher. Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, Skateboard fahren oder was ich früher gemacht habe, da wurde man besser. Weißt du, am Anfang kam ich die zwei Stufen nicht runter und dann war es ganz sicher und dann kam das. Aber mein Job als Investor, den empfinde ich jeden Tag als schwieriger, komplexer. Weil es wirklich eine der schwierigsten Aufgaben ist, den Menschen oder die Menschen als Gründerteam zu verstehen, die Technologie richtig einzuschätzen, wo geht sie hin, den Markt, die Finanzierung, alles ist ein so komplexes Schachbrett, was der vor dir liegt, was Gut-Feeling braucht, also ist das ein guter Typ, macht er das? Auf der anderen Seite auch knallharte Analyse, wie groß ist der Markt wirklich, wer kommt da rein? Also umso besser man vorhersagen will, ob ein Investment funktioniert oder nicht, das ist wirklich, das ist ein Ding, da habe ich wirklich ganz, ganz großen Respekt vor. Und ich habe gerade gesagt, wir sind sehr erfolgreich, sind wir auch. Wir sind aber teilweise zu erfolgreich, weil wir heutzutage teilweise Unternehmen, die nicht wirklich schnell genug und gut genug durchstarten, immer noch helfen. Wir wollen sie nicht loslassen, wir finanzieren nach, wir setzen Zeit rein. Das ist auf der einen Seite gut, weil wir den Unternehmen ja auch gerne helfen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch lernen, als Investor uns auf die Sachen zu konzentrieren, die das Potenzial haben, dann auch wirklich große Unternehmen zu werden. Aber hier als Freigeist lernen wir auch gerade, wie genau werden wir hier in Zukunft agieren, denn es gehört dazu, dass selbst für einen Spitzeninvestor einfach 20%, 30%, 40% der Investments nicht funktionieren. Ansonsten ist man nicht genug Risiko eingegangen. Also man kann gar nicht 100% Trefferquote haben. Dann hat man nur so, irgendwie funktioniert aber nicht den richtigen Erfolg. Das heißt, wir müssen uns trauen, größer zu denken, tiefer zu denken. Aber wenn wir dann sagen, da gehen wir rein, dann muss es auch wirklich was Großes werden können. Und aber auch uns trauen, Dinge zu beenden, wenn wir sehen, dass es eigentlich so langsam vor sich hin segelt und doch nicht das Wachstum und das Potenzial zeigt,
was wir uns erhofft haben. Ist mit der TV-Sendung Die Höhle der Löwen nochmal so ein richtiger Anstoß bekommen an Investments? Oder wie hat es dich selber verändert? Inwieweit verändert hat es die Sendung Frank Thelen verändert? Bist du der gleiche geblieben oder merkt man jetzt, du wirst überall angesprochen? Ja. Also erst Promi-Faktor, und zwar gerade hier in Köln, Bonn natürlich auch, ja, kennt sich wahrscheinlich jeder hier. Ja, das ist egal, also das ist deutschlandweit oder im Dachraum. Ne? Der Punkt ist erstens, ich hoffe, dass ich mich nicht verändert habe, aber das müssten dir Leute wie Marc und Alex sagen, mit denen ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, oder meine Frau oder enge Freunde. Das, was die mir sagen, ich hoffe, sie verarschen mich nicht, ist zu sagen, du bist ja gleich im Leben. Also so wie du im Fernsehen bist, bist du im Leben, so bist du. Und ich hoffe, dass mich da die Fernsehshow nicht verändert hat, weil ich ja vorher auch schon mal echt böse auf die Nase gefallen bin. Was sich schon verändert hat, ist, dass ich einfach nicht mehr normal über die Straße gehen kann. Also wenn ich jetzt schnell über die Straße gehe, ist kein Problem. Wenn ich jetzt auf ein Event gehe, wo viele hundert Leute sind oder so, man stellt es dahin. Und einer macht mal das erste Selfie, das ist so ganz witzig, dann bricht das Ding, da hast du echt so Schlangen von Leuten, die Selfies haben wollen. Du willst es dann gerne machen, aber du willst auch nicht Leute verärgern, du willst auch weitergehen und so. Und da kommen schon Situationen, wo ich mit alten Freunden zusammenstehe auf irgendeinem Event, die mit mir einfach sprechen wollen, sagen, hey Frank, wie ist das hier jetzt, wie läuft denn das und das und das? Und dann kommt einer nach dem anderen und dann gehen irgendwann die Freunde und sagen mal Frank, sorry, tut mir total leid, das nervt hier einfach, wir sprechen mal später. Und das tut einem dann schon weh. Auf der einen Seite will man den Leuten ja auch sagen, natürlich kannst du ein Selfie haben, auf der anderen Seite will ich aber einfach mit meinen Freunden in Ruhe sprechen. Da muss ich ehrlich sagen, das ist mittlerweile eine Gratwanderung geworden. Was aber das Tolle ist, durch die Bekanntheit kann ich Türen schneller öffnen. Also ich habe ein Logistikproblem oder ich habe ein Problem, wo ich Zugriff auf eine gewisse Uni brauche oder sowas. Da kann ich jetzt wirklich, natürlich auch nur im Dach, also da hört es auch genau auf, also weder in China, Amerika oder auch schon Frankreich, überall, nirgendwo. Also da bin ich quasi der gleiche Frank wie jeder andere Frank auch. Aber in der Dachregion habe ich schon den Vorteil, dass ich halt relativ schnell und gut die Kontakte herstellen kann. Und das ist auch der große Vorteil von der Bekanntheit. Überhaupt nicht Deals. 99,999% der Deals, die reinkommen, landen bei uns in der Mülltonne. Das sind vielleicht Gründer, die gute Ideen haben. Aber wir finanzieren keine Nagelstudios, wir finanzieren keine Berliner Luft in Blechdosen, wir finanzieren keine Klositze, die irgendwie als Hand geformt sind. Das tun wir alles nicht. Wir machen auch keine Strickpullis und selbstgebackenen Kuchen. Wir machen das alles nicht. Aber das ist das, was hier, da vorne liegt noch sehr viel Zeug, was hier jeden Tag ankommt und was einfach eins zu eins leider in die Mülltonne geht, schickt es auch bitte nicht mehr. Sondern die Deals kommen an völlig anderer Stelle, die kommen nicht durch die Show, sondern die Show und die Bekanntheit öffnet Türen für unser Unternehmen. Ganz kurzes Wort noch zu den Gründern, die sich ja dann bei euch bewerben. Was ist denn wichtiger, der Businessplan oder die Gründerpersönlichkeit? Weil wenn du den Eindruck hast, okay, Businessplan ist zwar gut, aber nicht, aber der Gründer überzeugt dich als Persönlichkeit. Ist das dann entscheidend, zu sagen, daraus mehr machen zu können? Oder ist es umgekehrt? Die Kombination muss stimmen. Der Gründer ist auf jeden Fall noch einen Tick wichtiger als der Plan, wobei den Plan jetzt, klingt das vielleicht arrogant, aber das ist, glaube ich, das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, den Plan mache ich. Also wenn bei der Höhle Löwen jemand reinkommt und sagt, ich bin in dem und dem Markt, ich mache das so und so, dann frage ich ihn, okay, wie kaufst du ein, was dein Ding? Und dann ist ja eigentlich das auch, wo ich meine anderen Löwen quasi ausstechen will, dass ich dann eine eigene Agenda aufbaue und sage, ah, ist eigentlich eine gute Idee. Aber pass mal auf, wenn wir das noch so und so kombinieren würden in dem Markt, dann wird das ja richtig groß. Und das sage ich manchmal gar nicht. Ich wollte gerade sagen, weil dann kommt, erzählst du das doch. Dann kommt natürlich der Carsten und sagt, oh, gute Idee, dann tue ich auch mal Geld rein. aber das ist eigentlich quasi genau dieser Businessplan, ist eigentlich das, was quasi meine Kompetenz an der Stelle sein muss, weil ich halt einfach mehr Märkte kenne, mehr Erfahrung habe. Und der Gründer kommt dann mit seiner Idee rein. Ich muss sehen, ist er gut, ist er agil, kann er schnell wachsen, ist das ein Typ, mit dem er was aufbauen will. Und dann muss ich aber eigentlich meine, wie ich das auch in einem Buch beschreibe, meine eigene Agenda bauen, wo ich dann manchmal muss dem Gründer sagen, weil er sonst nicht versteht, wenn er mein Angebot annimmt, habe ich vielleicht einen besseren Plan. Aber wenn ich das nicht sagen muss, dann sage ich das nicht, damit die anderen Löwen nicht nachziehen. Okay, interessant. In deinem Buch beschreibst du ja nicht nur dein Leben, dieses Start-up-DNA, sondern du erwähnst ja auch die wichtigen Zukunftstechnologien, also jene Technologien, die unser Leben in Zukunft beherrschen werden, also sei es Internet der Dinge, KI, Blockchain, Kryptowährungen.
Ein Wort steht immer erstmal im Mittelpunkt, nämlich Disruption. Wir haben das ganz am Anfang mit Josef Schumpeter genannt. Wie wichtig ist Disruption? Was macht das wirklich aus? Also Disruption ist ja erstmal auch ein negatives Wort, ja, Zerstörung. Das, was passiert, ist Folgendes. Wir kommen von einer Ära, in der in Deutschland wir Weltmarktführer aufgebaut haben, weil wir immer jedes Jahr 2-3% besser waren. Also der BMW oder der Volkswagen, da wurde die Tür ging immer sauberer zu, der Motor jedes Jahr wie ein Rad wurde 2-3% besser, weniger Verbrauch, mehr Leistung und so weiter. So ging das langsam hoch und wir wurden Weltmarktführer. Heutzutage sind wir in einer 10x-Ära. Auf einmal kommt ein Auto auf den Markt, das überhaupt kein Öl mehr verbrennt, das eine fast unendliche Beschleunigung hat, was ich weltweit umsonst tanken kann und sich selber fährt. Das gleiche wird passieren mit Flugzeugen, was wir mit Lean Aviation machen. Auf einmal, wenn man das mit einem Helikopter vergleicht, kostet das halt einfach ein Hundertstel oder sowas vom Betrieb, ist viel leiser, viel so Glühbirne zu LED. Also auf einmal wird nur noch 3% der Energie verbraucht. Also 97% werden nicht mehr verbraucht. So, und das sind halt diese Quantensprünge, diese Sprunginnovation, wie Disruption, wie immer man das nennen will. Und das werden wir in Zukunft in fast allen Industrien erleben. Und jetzt die Frage, wer ist gut daran? Welche Nation bringt diese Disruption konkret auf die Straße? Und da sind wir, glaube ich, als Europäer heute noch sehr, sehr schlecht aufgestellt. Und das ist das, was mich ärgert und womit, was ich auch in dem Buch beschreibe. Wir müssen diese 10x-Denke lernen, eben nicht mehr zu sagen, ich mache etwas ein bisschen besser jedes Jahr, sondern sagen, wie kann ich denn mal durch diese Technologien, die auch allgemein bekannt sind, wie du gerade schon genannt hast, künstliche Intelligenz, Blockchain, 3D-Druck, Quantencomputer werden kommen, komplett neue Werkstoffe entwickeln. Also wie kann ich das jetzt quasi nach vorne denken? Und dann sagen, das Auto fliegt. Die Energie kommt quasi aus der Kernfusion selber oder was auch immer. Aber das ist diese verrückte, größere Denke, die fehlt uns. Und auch das Andersdenken, ja, Probleme aus einer ganz anderen Sichtweise auch anzupacken, anzugehen. Ja. Sicherlich ist ja ganz, ganz wichtig. Wenn wir mal bei den Themen bleiben, KI, Blockchain, die du eben auch genannt hast. Bei KI, das ist ja mit das spannendste Thema. Wir sagen, viele an sich kann es alles für den Menschen sein. Es kann auch das Ende der Menschheit sein, sobald es die erste Superintelligenz gibt. Wie siehst du das Thema künstliche Intelligenz? Genau so. Es ist die beste oder letzte Erfindung der Menschheit und es bringt unendliche positive Seiten mit uns, dass wir ganz einfach, dadurch, dass wir eine Watch haben und gemessen wird und mit künstlicher Intelligenz, wenn einer von uns beiden jetzt Gefahr läuft, einen Herzinfarkt zu haben, kann das die KI voraussehen und kann sagen, bitte jetzt schon mal Notarzt rufen, weil oder hier dieses Gebäude, wie viel Energie das verbraucht, das kann man reduzieren, man kann Staus und so weiter, man kann diese ganzen positiven Dinge aus der künstlichen Intelligenz rausholen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sie nicht gut einsetzen und leider würde ich sogar auch sagen kontrollieren, ähnlich wie Atomwaffen, dann kann sie auch wirklich im ganz drastischen Szenario das Ende der Menschheit sein. Also wir müssen jetzt anfangen, die Ethiken zu diskutieren. Wir müssen Philosophen, Politiker, Wirtschaftsleute an einen Tisch bringen und sagen, wie wollen wir das machen? Genauso wie wir damals uns auch bei Atomwaffen an einen Tisch gesetzt haben. Und da gab es einen Atomwaffensperrvertrag. Wir bräuchten etwas Ähnliches in diesem Bereich. Absolut. Die künstliche Intelligenz ist eine Riesenchance und eine Riesen, jetzt sehr böses Wort, Bedrohung. Ja. Und das will ich auch immer fair gegeneinander ausbalancieren. Wir in Deutschland tendieren dazu, oh, das ist alles böse, damit will ich nichts zu tun haben. Wir haben ja gerade in Europa leider diese DSGVO, oder wie sie heißt, dieses Datenschutzgrundverordnung, wo gar nichts mehr geht, ja, wo wir gar keine Daten mehr erheben. Und die großen Gewinner sind wieder die Amerikaner, die Verlierer sind eigentlich die europäischen Unternehmen. Das ist halt falsch. Sondern wir müssen sie positiv annehmen, die künstliche Intelligenz, aber müssen sie aktiv gestalten, damit sie nicht zur Bedrohung wird und damit nicht komplett die Amerikaner und Chinesen uns sagen, was zu tun ist, weil die führen da gerade und dann ist ganz klar, die werden weitermachen. Und da versuche ich auch in dem Buch meinen Weg, wie ich glaube, wie das sinnvoll gemacht werden kann, aufzuzeigen. Anderes Thema Blockchain. Ihr investiert selber im Bereich Blockchain mit Neufund. Ja. Was passiert da ganz genau? Was macht Neufund? Also Neufund ist eine Plattform, bei der, also
was unsere generelle Theorie bei Freigeist. Wir glauben an den Satz, tokenize the world. Was das heißt ist, wenn du irgendwas an einem Asset hast, das kann eine Währung sein, ein Euro, ein Dollar, aber natürlich auch ein Bitcoin, kann aber auch ein Unternehmensanteil sein, kann aber auch ein Gemälde sein, kann Energieeinheiten sein, was auch immer. Und es ist wichtig zu wissen, wem es gerade gehört, und es ist wichtig zu wissen, dass diese Information korrekt ist und von keinem geändert wurde. Dann ist die Blockchain oder der Distributed Ledger der richtige Speicherort. Bei Neufund gehen wir hin und sagen, Unternehmensanteile, also wem gehört die Deutsche Telekom, wem gehört Tesla und so weiter, das bringen wir auf die Blockchain, auf die Ethereum-Plattform, also eine Form der Blockchain, mit Smart Contracts, weil heutzutage werden Unternehmensanteile an einer Börse gehandelt und an ganz vielen verschiedenen Speicherorten, sodass es dann in der Mitte wieder einen Regulator braucht, da ist Clearstream, der dann wieder sagt, wem gehört jetzt genau welcher Anteil an welchem Unternehmen. Du hast veraltete Oracle, SAP-Systeme dahinter in Riesengebäuden, die einfach gar keinen Sinn machen. Genau in dieser spezifischen Anwendung ist einfach die Blockchain, dafür ist sie gemacht. Das ist eine perfekte Anwendung. Es gibt auch viele Leute, die aus dem Hype heraus irgendwas auf die Blockchain werfen, was gar keinen Sinn macht, wo ich sage, da ist eine zentrale Datenbank doch viel besser. Aber bei Unternehmensanteilen macht es einfach so 100% Sinn. Und das werden wir mit Neufund tun und hoffen, let's see, da einen Weltmarktführer aufzubauen. Aber natürlich sehr früh sind dann beide erst gestartet. Diese sogenannten ICOs, die ja momentan oder in den letzten paar Jahren wie Pilze aus der Erde geschossen sind, viele bauen ja auf sehr seichten Geschäftsmodellen auf, muss man ja fairerweise sagen. Totale Bubble, also ich bin auch gar kein ICO-Freund. Also ICO heißt Initial Coin Offering. Da wurde auf einmal die Blockchain verwendet, um zu sagen, ja, du kriegst jetzt Anteile oder eben nicht, du kriegst irgendwas an meinem Unternehmen, ich weiß gar nicht. Manchmal gab es einen Gutschein für eine Massage oder das war ja wirklich grausam, ja. Und weil das technisch möglich war, jetzt quasi zu sagen, wer hat welche Coin, wurden da Shitcoins ohne Ende generiert. Bin ich überhaupt gar kein Freund von, war ich nie ein Freund von und die meisten ICOs bin jetzt auch nicht so tief in der Betrachtung, aber die sind auch relativ stark gefallen, sondern was wir machen bei Neufund ist ein ETO und das ist ein Equity Token Offering. Und das ist quasi, du hast den ICO, null reguliert, dann hast du unseren ETO und dahinter hast du den IPO, also den Initial Public Offering an der Börse. Der ist sehr, sehr teuer, sehr reguliert und lohnt sich eigentlich erst ab einer Kapitalisierung von 200, 250 Millionen. Wir brauchen aber Kapital und es macht ja auch Sinn für die Anleger reinzusetzen. Deswegen sind wir genau mit unserem ETO in der Mitte. Es gibt ein Prospekt, man weiß also, in was man investiert. Es gibt eine Regulierung der BaFin und so weiter. Aber es ist so kostengünstig, der kostengünstigere IPO, dass es jetzt auch kleinere Tech-Unternehmen machen. Von diesen unregulierten ICOs, wo kein Mensch weiß, was er bekommt, halte ich gar nichts. Also lieber Finger weg davon. Du, man muss es wissen, wenn einer jetzt Experte ist und sagt, ich kenne das Unternehmen und ich weiß genau, dass es so funktioniert, kann man das machen. Aber würde ich jetzt irgendeinem investieren, wild in irgendwelche Startups zu investieren, wo der Kollege sagt, ja, komm, tu auch was rein oder so. Das ist halt wilder Westen. Das kann sehr gut funktionieren, aber oftmals... Und man muss es sich einfach genauer vorher anschauen. Was steckt dahinter? Wie konkret und wie zukunftsfähig ist das Geschäftsmodell? Naja, das muss ja ein ICO gar nicht sagen. Ein ICO, der null regulieren. Die können ja einfach sagen, das ist die Zukunft in einem Riesenmarkt, jetzt investieren. Bei uns, bei einem Neufund, gibt es einen Prospekt. Und da wird ganz klar definiert, wie ist die Marktgröße, wie viele Anteile haben wir daran, wie ist unser Umsatz und so weiter. Also eine deutlich reguliertere Sache, aber nicht so überreguliert wie die Börse. Ja. Kommen wir mal zum Standort Deutschland. Den sprichst du hier auch an. Wie steht denn unsere Chancen im internationalen Vergleich? Also USA, China, da ist sicherlich schon der Zug abgefahren, denke ich. Welche Möglichkeiten hat Deutschland noch? Wir haben zwar jetzt eine Staatsministerin für Digitalisierung, aber was tut sich selber? Was merkst du als Unternehmer? Bewegen wir uns vor allem auch in die richtige Richtung? Also, ja, Deutschland ist auf dem Weg, ist auf einem guten Weg. Wir erinnern uns, Platz 17 mit der WM. Genau, wollte ich gerade sagen, wir sind auf einem guten Weg, weil wir langsam Dinge bewegen. Wir haben zum Beispiel den Hightech Gründerfonds, der über 500 Startups investiert hat. Wir haben so viel Venture Capital wie nie. Wir haben eine Fernsehshow, die Höhle der Löwen, die gut läuft. Wir haben
eine Digitalministerin, also ganz viele kleine Puzzleteile, die alle so in die richtige Richtung zeigen. Problem ist aber, dass wir so weit abgeschlagen sind, dass wir eigentlich jetzt echt einen Sprint einlegen müssten, um aufzuholen, weil der größte Venture Capital Fonds in Europa sind so 760 Millionen und der Vision Fund hat 100 Milliarden und hat jetzt den zweiten 100 Milliarden Fonds daneben gelegt. Also mehr als 100 Mal so viel Kapital. Ja. Wenn man sich ansieht, wo sind die großen Plattformen entstanden, die über 100 Milliarden wert geworden sind, dann ist das GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, USA, BAT in China. Aber bei uns ist keine einzige Plattform entstanden, eine Technologieunternehmen, das mehr als 10 Milliarden wert ist. Mit Zalando und 1&1 sind das die beiden größten, die sind genau 10 Milliarden wert. Also wir haben da echt viel verpasst, müssen sehr, sehr stark und progressiv aufholen und dafür fehlt mir der Mut in der Regierung. Also wir haben eine GroKo, eine große Koalition, die eigentlich impulslos ist, muss man leider sagen. Also die nicht die sich jetzt traut, die Themen wirklich anzugreifen. Wir haben den Sebastian in Österreich, der schon mal deutlich, deutlich besser und progressiver ist. Macron in Frankreich, der besser ist. Aber aus Deutschland, was ja leider oder glücklicherweise, wie auch immer, das stärkste Land in Europa ist, fehlen aktuell wirklich der Mut, wirklich sich Innovation zu trauen und Reformen durchzusetzen. Was wären denn deine Vorschläge? Was sollte auf jeden Fall unbedingt als erstes gemacht werden? Als erstes müssen wir in Deutschland mal verstehen, dass wir ganz viel Kapital in Technologie brauchen. Sonst können wir nicht anschließen. Das heißt, die Pensionsfonds und andere Sachen müssen leider dazu jetzt eine klare Regelung bekommen, wie es auch in Frankreich der Fall war, dass sie irgendwie 2-3% dieses Vermögens in Technologie reingeben. Ich glaube, es wird sogar gut sein, weil wenn Technologie gut gemanagt ist, auch gute Returns bringen kann. Aber das Risiko, was wir eingehen, und wirklich nur 2-3%, und das sind unfassbar große Mengen, die da in diesen Rückstellungsfonds drin sind, in die Technologie reingehen, ist sehr wichtig. Wir müssen steuerlich hochattraktive Modelle bieten, wenn einer in Technologie investiert, dass es direkt abgeschrieben werden kann. Keine Mehrwertsteuer mehr auf die Fonds. Warum brauchen wir das? Eigentlich bin ich kein Freund davon, so einzugreifen in Märkte. Aber wir sind so weit hinten dran, dass wir jetzt einmal leider diesen Schalter umlegen müssen und das fördern müssen. Ich finde das nie gut, aber in dem Fall ist es notwendig, um das Kapital zu bekommen. Und wir müssen dann regulieren, zum Beispiel bei der Blockchain. Da sind wir nicht das progressivste Land, sondern genau das. Ein Liechtenstein ist sehr gut nach vorne gegangen, ein Malta ist sehr gut nach vorne gegangen. Das ist doch eine Option, auch für Deutschland zum Beispiel auch nach vorne zu gehen. Österreich hat auf der Ethereum-Plattform einen Bond angeboten oder wird das bald tun, also wo quasi eine Anleihe des Staates auf Ethereum läuft. Diese progressiven Schritte, die wünsche ich mir jetzt auch aus Deutschland. Bevor wir zum Schluss kommen, Frank, noch eine Frage zum Thema Bildung der Zukunft und Berufe der Zukunft. Ich hatte erst die letzten Tage mit Unternehmern auch zusammengesessen. Da ging es eben darum, welche Berufsbilder haben überhaupt Zukunft? Welche gibt es noch in 10, 15, gar 20 Jahren? Und wir haben festgestellt, es ist sehr schwierig, einen konkreten Vorschlag zu machen. Jack Ma sagt beispielsweise, wir sollten unseren Kindern gar nichts mehr lernen, zumindest nicht das, was Maschinen besser können. Mehr schöne Künste, Sport, Kunst, ja. Kultur, Musik. Wie ist da deine Sichtweise? Kann man heute wirklich Eltern, jungen Menschen Ratschlag geben, darauf solltest du dich konzentrieren oder zu sagen, okay, also schulische Kenntnisse sind gar nicht mehr so wichtig, beschäftige dich lieber mit Sport, Musik, Kunst, weil du ohnehin in 15 Jahren was ganz anderes machen wirst. Ich bin ein bisschen bei Jack Ma, aber nicht ganz. Ich glaube, wie sich das, was ich Eltern empfehle, ist, früher war es, glaube ich, so, dass man sich dann relativ früh zum Beispiel auf Mathematik oder Jura oder anders spezialisiert und dann sehr tief in das eine Thema eingegangen ist. Ich glaube, was heute wichtiger ist, ist eine breite Bildung. Dass man als Mensch genau das, was der Computer nicht heutzutage nicht kann und ich glaube auch noch viele Jahrzehnte nicht kann, ein Gesamtverständnis von Dingen hat, von komplexen Dingen. Also wo geht die Menschheit gerade hin, woran hat sie Spaß, wie sind politische Systeme und so weiter, komplexe Dinge. Und dafür muss ich sowohl Geschichte kennen, muss aber auch ein bisschen Physik, ein bisschen Programmieren, Sport, wie funktioniert mein Körper, Wirtschaft, Startup-Systemen, also
breiter im Schulsystem die Themen mal kennenlernen und man kann relativ schnell ein Thema begreifen. Man wird dann nicht der Profi-Programmierer oder der Profi-Sportler, aber man hat eine Idee davon, was das heißt. Und wir müssen uns breiter aufstellen, Themen wie Latein, die tot sind, rausnehmen, Sprache natürlich wichtig und dann muss man leider wirklich sehen, was kommt. Aber wenn man sein Kind gut vorbereiten will, dann muss es einfach möglichst viel erlebt haben, möglichst viele Synapsen verbunden haben, um dann das zu machen. Aber genau das werden wir in 10 Jahren noch selber programmieren. Ich kann es ja nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber bringt euren Kindern Selbstbewusstsein, breites Allgemeinwissen bei und dieses Glücklichsein im Leben, wozu bin ich hier, woran habe ich Spaß, das sind die wichtigen Themen. Das führt uns auch zur letzten Frage, eine sehr persönliche Frage. Auch da solltest du zumindest einen Moment nachdenken. Ich erzähle dir gerne auch, warum ich diese Frage stelle, nämlich die Frage, was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Frank Thelen wissen sollten? Ich erzähle auch, warum ich diese Frage stelle. Ich habe die mal vor 2 Jahren entdeckt bei YouTube. Sagt dir der Name Sam Burns etwas? Ein kleiner Junge, der dann 17 Jahre alt geworden ist, ein Amerikaner. Und der ist schon als Kind an Progeria erkrankt. Das ist eine Genmutationskrankheit, also frühzeitige Vergreisung. Und da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video auch, wo er einen Vortrag hält, gerade vor seinem 17. Lebensjahr auch. Ein paar Monate später stirbt er. Und ein Journalist stellt ihm genau diese Frage. Was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Sam Burns jetzt in dem Fall über Frank Thelen wissen sollte. Seine Antwort damals im Übrigen war, er sagte, dass ich ein sehr glückliches Leben führe. Wenn man dieses Video sieht, ja, und dann diesen Jungen dann, schon sehr eindrucksvoll. Deshalb stelle ich eben die Frage sehr gerne an Unternehmer, Investoren, um mal zu sehen, gibt es wirklich Dinge, wo man ein bisschen weiterdenken kann oder sollte. Also was ist das Wichtigste, was andere über dich wissen sollten? Aktuell, das mag sich ändern, aktuell, ich glaube, das Wichtigste, was Menschen wissen sollten, ist, dass ich Technologie liebe und dass ich mit großartigen Menschen, die auch viel intelligenter sind als ich, wirklich wichtige, große Technologie in Europa aufbauen will und dass ich keine Ambition habe, irgendwie weiterhin im Fernsehen oder anderen Themen groß zu werden. Warum sage ich das? Weil viele sich fragen, was ist der Frank eigentlich jetzt? Ist das ein Dieter Bohlen, der irgendwie im Fernsehen diese Show macht? Oder ist es ein Elon Musk? Und ich bin kein Elon Musk, aber durch diese Aufmerksamkeit in den Medien, die viele Türen geöffnet hat, glaube ich, verstehen mich viele falsch und sagen halt, der hängt ja den ganzen Tag im Fernsehen rum. Aber das, was wir tun, ist, wir sagen alle Fernsehthemen ab und wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, große Fernsehsachen zu machen. Ich will es einfach nicht, sondern ich bin einfach der Frank, der hier in seinem Büro mit brillanten Köpfen die unterstützt, großartige Technologie zu bauen. Und ich bin kein Medienmensch, das ist nicht mein Thema. Frank, herzlichen Dank. War ein spannendes Gespräch. Ich bin wirklich neugierig, ob es dann mal eine Fortsetzung deines Buches gibt. Für unsere Zuschauer noch der Hinweis, es ist wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Also ich denke, Motivation pur ist da auch drin, vor allem für alle Gründer geeignet, aber nicht nur für Gründer. Ich denke auch für all die Menschen, die sich mit Zukunftsthemen, mit Zukunftstechnologien beschäftigen, um denen einen kurzen Abriss zu geben, was bedeutet Disruption, KI, Blockchain, Krypto, um da einfach mal einen guten Überblick zu haben. Vielen Dank. Das ist wirklich, das tut mir dann auch meine Seele weh. Manche sagen, das ist ein bisschen Bullshit-Bingo von allen Hype-Worten. Aber es ist wirklich so, dass ich versucht habe, diesen Hype rauszunehmen und die Sachen für meine Mutter verständlich einfach mal runterzubrechen und zu erklären, weil ich will, dass alle mit dabei sind und alle mit diskutieren zu KI und dass nicht irgendwelche Expertengremien sind, sondern diese Technologien, die da jetzt kommen, die betreffen uns alle. Und alle sollten mit dabei sein. Genau, und zumindest sollte man ein bisschen Bescheid wissen. Genau. Nur dann haben wir wirklich eine Chance, auch KI zum Guten oder zum weniger Guten wenden zu können. Also herzlichen Dank, Frank. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ciao.